B1.0. Die Parabel P mit dem Scheitel S42 verläuft durch den Punkt P-2-7. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich ax² plus bx plus c mit Grundmenge gleich r kreuz r und a Element r ohne die 0 und b und c Element r. Die Gerade g hat die Gleichung y ist gleich minus 0,5x plus 5 mit Grundmenge gleich r kreuz r. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1. Geben Sie die Gleichung der Symmetrieachse der Parabel P an und zeigen Sie rechnerisch, dass die Parabel die Gleichung y ist gleich minus 0,25x² plus 2x minus 2 hat. Zeichnen Sie die Parabel P und die Gerade G für x Element von minus 1 bis 9 in ein Koordinatensystem. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm und minus 2 kleiner gleich x kleiner gleich 10 und y soll zwischen minus 5 und 6 liegen. So, markieren, was wir alles gegeben haben. Wir haben einen Scheitel mit 4, 2, wir haben einen Punkt P mit minus 2 und minus 7, zusätzlich eine Gerade mit der Gleichung minus 0,5x plus 5, dazu eine unbekannte Parabel mit dieser Form, mit der allgemeinen Form. Mehr brauchen wir gar nicht. Bis auf das noch, wir sollen auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Aus der Aufgabe B1.1 wissen wir, dass wir die Symmetrieachse der Parabel aufstellen müssen. Symmetrieachse ist in dem Fall ganz einfach, weil diese Symmetrieachse geht immer durch den Scheitelpunkt. Na, wenn man hier so eine Parabel hat, dann liegt hier unten der Scheitelpunkt, also muss die Symmetrieachse hier immer genau durchgehen. Das bedeutet, die Symmetrieachse oder die Gleichung der Symmetrieachse ist nichts anderes als diese Gerade, die hier durchverläuft. Wir suchen uns also den x-Punkt des Scheitels und setzen den gleich dem Wert. Also erster Teil, Symmetrieachse. Für x gleich schauen wir uns den Scheitelpunkt an, er hat die x-Koordinate 4, also hat die Symmetrieachse Koordinate die Gleichung x gleich 4. So, zweiter Teil. Zeigen Sie rechnerisch, dass die Parabel die Gleichung minus 0,25x² plus 2x minus 2 hat. Also schauen wir uns an, was kennen wir einmal. Wir kennen den Scheitel mit 4, 2 und wir wissen, dass es zusätzlich noch einen Punkt P mit minus 2, minus 7 gibt. Wir müssen so eine Scheitelform hier unten rausbekommen. Das heißt, in diesem Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich brauche die allgemeine Form oder ich brauche die Scheitelform, um loszurechnen. Wenn ein Scheitelpunkt gegeben ist, heißt es eigentlich immer automatisch, man startet mit der Scheitelform. Die finden wir in der Formelsammlung, hat die Form y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs Klammer zu zum Quadrat plus ys. xs und ys ist nichts anderes als die Koordinaten des Scheitels. Das heißt, hier setze ich schon mal 4 ein zum Quadrat und ys ist entsprechend die y-Koordinate, also plus 2 hinten dran. So, dann brauchen wir noch den Punkt p. Jeder Punkt hat eine x- und eine y-Koordinate. Und genau dieses x und dieses y setzen wir in die Gleichung für x und y ein. Also minus 7 ist gleich, das a bleibt unbekannt, das kennen wir nicht. Minus 7 ist gleich a mal, Klammer auf, hier kommt jetzt die x-Koordinate rein, minus xs, also x-Koordinate von Scheitelpunkt zum Quadrat plus ys. So, haben wir alles eingesetzt. Jetzt müssen wir a ausrechnen. Ja, die einzige unbekannte Variable hier drin ist der Faktor a da vorne dran. Also rechnen wir ihn aus. Dazu vereinfachen wir erst alles, was zu vereinfachen geht. A mal, so, minus 2 minus 4 sind minus 6, zum Quadrat sind 36 plus 2. Man kann natürlich auch schon den Solver bemühen, falls jemand einen Taschenrechner mit Solver hat, aber per Hand ist es genauso schnell umgeformt. Als erstes kommt die Strichumrechnung, das heißt, ich will a alleine stehen haben, die plus 2 wird mit minus 2 weggebracht, dann heißt minus 9 ist gleich a mal 36, dann teilen wir durch den Faktor, der bei a steht, also geteilt durch 36, dann haben wir minus 9 36stel ist gleich a. Kann man auch noch gern als Kommazahl schreiben, das sind minus 0,25, je nachdem, was man lieber hat. So, gleiches Spiel nochmal. Wir setzen diesmal diesen Faktor a, also dieses Ergebnis, und auch nochmal den Scheitelpunkt in die Scheitelform ein. Also das gleiche nochmal. Diesmal bleibt x und y unbekannt. Für a haben wir minus 0,25 mal Klammer auf x minus.
hier nochmal den Scheitelpunkt einsetzen. So, und jetzt diese Scheitelform in die allgemeine Form umwandeln. Ja, schauen wir nochmal hoch. Wir brauchen ja diese Form hier. Das ist die allgemeine Form, also Scheitelform in allgemeine Form umwandeln. Als erstes die binomische Formel auflösen. Ist gleich minus 0,25 mal, Achtung, große Klammer stehen lassen, weil die minus 0,25 werden mit der kompletten Klammer nochmal multipliziert. So, binomische Formel, kann man in der Formelsammlung auch nachschlagen, heißt erster zum Quadrat als x Quadrat, dann zweite binomische Form ist es, deswegen minus, 2 mal erster mal zweiter, ja, also erster und zweiter sind hier die Summanden in der Klammer, plus zweiter zum Quadrat, halt 4 ist es. Klammer zu und hinten dran noch plus 2. So, jetzt gilt noch vereinfachen. Hier habe ich ein Quadrat vergessen. X Quadrat minus 2 mal 4 sind minus 8x und 4 Quadrat sind 16 plus 2. Dann Klammer auflösen. Minus 0,25x Quadrat. Minus 0,25 mal minus 8, minus mal minus ist plus, 0,25 mal 8 sind 2x und 0,25 mal 16 sind minus 4, hinten dran noch plus 2 und letzter Schritt, nochmal vereinfachen, minus 4 plus 2 sind minus 2. Also kommt das raus, vergleichen wir nochmal, ob diese Parabelgleichung mit oben übereinstimmt, haben wir auch minus 0,25x² plus 2x minus 2. Passt also. Wir sind aber noch nicht fertig. Die Aufgabe ist ja auf 5 Punkte wert, nämlich wir müssen noch zeichnen. Und zwar in diesem Bereich von minus 1 bis 9. Also da muss die Parabel auf jeden Fall sichtbar sein. Drüber hinaus, wenn wir jetzt von minus 2 bis 10 zeichnen, ist kein Problem, aber kürzer darf sie auf keinen Fall sein. Hier haben wir die Koordinaten, die Größe des Koordinatensystems einfach so groß machen. Die habe ich, das Koordinatensystem habe ich schon mal vorbereitet, weil es immer etwas schwer ist, am PC zu zeichnen. So, jetzt gilt Parabel und Gerade einzeichnen. Das heißt, wir nehmen aus Zeitgründen jetzt hier auf jeden Fall den Taschenrechner zur Hilfe, weil Parabel einzeichnen heißt Punkte berechnen und eintragen. Punkte berechnen geht mit dem Taschenrechner über die Wertetabelle eben sehr, sehr einfach. Je nachdem, welchen Taschenrechner man benutzt, muss man jetzt die Wertetabelle benutzen. Ich nehme jetzt hier bei meinem Sharp, muss ich jetzt auf y gleich gehen, jetzt die Funktionsgleichung eintippen. Das waren minus 0,25x² plus 2x minus 2. Dann gehe ich auf Table und kann hier die entsprechenden Werte ablesen. Jetzt einfach so genau wie möglich einzeichnen. Von minus 1 bis 9, also ist der erste Wert bei minus 4,25, zweite Wert ist bei minus 2 und so weiter und so fort. Also wechseln wir wieder rüber ins Koordinatensystem und tragen diese Werte ein. Für minus 1, jetzt Moment, hole ich es auf den Taschenrechner noch schnell her. Da hatten wir einen Wert von minus, minus 4,25. So, hier. Dann der nächste ist 0 minus 2. Als nächstes haben wir 1 und minus 0,25. Dann 2, 1. 3, 1,75. 4, 2. Das war, glaube ich, unser Scheitelpunkt. 5,1,75. So, Scheitelpunkt ist überschritten. Jetzt gibt es so eine Art Symmetrie. Also ich kann jetzt im Prinzip immer gleich die Höhe rübertragen. Das heißt, der nächste wird auch auf der Höhe sein. Hier kann man sich ein bisschen abkürzen oder einfach aus dem Taschenrechner ablesen. Geht genauso. Und 9 bei minus 4,25. So, und jetzt gilt so genau wie möglich verbinden. Wunderbar. Achtung, noch nicht fertig, wir brauchen noch die Gerade G. Die hat die Gleichung, wo steht sie?
minus 0,5x plus 5. Entweder auch wieder Parabeln Taschenrechner eintippen, aus der Wertetabelle zwei Punkte ablesen, oder vielleicht kennt man sich auch ein bisschen besser aus, nämlich die minus 0,5x plus 5, die plus 5 hinten dran ist immer der y-Achsenabschnitt, also da, wo die y-Achse geschnitten wird. Und das andere ist die Steigung, das heißt, wenn ich 1 nach rechts gehe, muss ich jetzt die Steigung entsprechend nach oben oder nach unten. Minus 0,5, das heißt 1 nach rechts und ein halbes nach unten. Dann sieht die im Prinzip so aus. So, dann noch mit dem Lineal verbinden. Das geht jetzt natürlich im Heft auch etwas schneller. Und dann sieht diese gerade G so aus. So, und damit müsste jetzt die Aufgabe erledigt sein.